Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem weiteren Auto-Scout-Video in Inazuma Eleven 3, Chemlets Explosion. Wir haben angefangen, die Spieler von den himmlischen Herolden zu holen und der nächste auf der Liste wäre ein Verteidiger und ich habe mich für einen entschieden. So. Gute Nachrichten. Und zwar ist er gerade nicht dabei. Hier ist er auch nicht dabei. Irgendwie will er gerade nicht. Nein. Genau, hier. Ich habe mich für ihn entschieden. So. Den guten. Den Lifil. So, himmlische Herolde. Kostet echt nichts. Irgendwo auf der Schildkröteninsel. Alles klar. Dann machen wir eben kurz einen Sprung. Und zwar müssen wir zum Stadion. Von dort aus ist es einfacher dran zu kommen. Und dann müssen wir hier rüber schippern. So, springen in mein Boot herein. Perfekt. Und dann müssen wir einmal hier nach unten. Und dann steht er auch da schon. Sollte auch mal unten auf dem Bildschirm gucken. Und da steht der gute Herr. Oh, Inazuma Japan. Wart ihr diejenigen, die mich hierher riefen? Benötigt ihr himmlischen Beistand? Dann beweist mir, dass ihr dessen würdig seid. Die Schwachen und die Feiglinge dienen unseren Beistand nicht. Ihr habt mich besiegt, beachtlich. Ihr seid wahrhaft würdig, also gut. Ich werde mich eurer Gemeinschaft anschließen. Und damit hat sich Lefiel angeschlossen. Ich hab... Okay, das hat nicht funktioniert, wie ich gedacht habe. Okay, kann halt nicht. Egal. Ja, das war's. So bekommt ihr diesen Spieler von den himmlischen Herolde. Ich hoffe, euch hat's geholfen gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Wie gesagt, schreibt unten in den Kommentaren, welche Spieler ich unbedingt von den Unterweltarmee Z holen soll. Wie gesagt, verteidigt wurde ich ja. Den Torhüter und der Captain, der wird zu 100% genommen, also mindestens 2 Videos. Aber ich werde noch einen Verteidiger Mittelfeld, wenn nichts geschrieben wird, dazu packen. Und vielleicht gefallen mir noch vom Design her welche. Mal schauen. Ansonsten ab in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Spieler wieder. Also bis dann.